Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM 22, mitten in der Vorbereitung auf Saison 7. Ja, haben wir noch ein bisschen was vor heute? Ich möchte, wenn es geht, heute die komplette Vorbereitung wieder reinnehmen. Wir werden die natürlich wieder so ein bisschen zerstückeln, weil so viel ist ja jetzt gar nicht mehr zu tun. Meine Testspiele habe ich gemacht. Wir spielen gegen Osasuna, Oviedo, Club Brügge, dann gegen Dortmund, Bayern. Die beiden Spiele werden wir auch haben. Und dann war es das schon? Genau, dann spiele ich noch gegen meine B-Mannschaft. Also euch zeigen werde ich nur Dortmund und Bayern, der Rest ist ein bisschen obsolet. Ja, was gibt's so Neues? Es gibt einiges Neues, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, glaube ich auch in der letzten Folge nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ist ein bisschen her, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen für diese Folge. Aber gut, warte mal, ich muss mal schauen. Was ist passiert? Jean Ruiz ist fix zu St. Gallen. Hatte ich das echt in der letzten Folge nicht drinne? Hatte ich das in der letzten Folge drinne? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wir müssen mal jetzt ein bisschen selbst Aufarbeitung betreiben. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Also, wo haben wir denn Schluss gemacht in der letzten Folge? Das war am 19. Juni. So, was haben wir jetzt? Den 10. Was? Oh Gott. Oh Gott, habe ich echt so viel gemacht? Okay, dann muss ich eine Zusammenfassung auf jeden Fall geben. Was ist passiert? Also, wir haben ein paar Abgänge gehabt. So oder so war ja klar, dass wir hier und da was machen müssen. Falls jetzt irgendwas doppelt kommt, sorry, aber anscheinend habe ich es irgendwo verpasst zu machen. Also, Update. Wir haben Abgänge. Wir haben Ian, der wieder zurück zu Arenas gegangen ist. Da hoffen wir einfach mal, dass das passt mit seiner Nationalität. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Okay, nevermind, ich habe mir das so gedacht, aber es passt nicht. Also, war Unsinn. Wir müssen, wenn wir einen Spieler verleihen, der nicht EU-Spieler ist, innerhalb von Spanien verleihen, müssen wir von Anfang an 2 Jahre machen. Und selbst dann wird es, glaube ich, schwierig werden, weil der ja die kompletten 2 Jahre machen muss. Das heißt, wir müssten ihn sofort am 30.06. verleihen. Das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Also so, wie ich es gewünscht hätte, klappt das leider nicht mit uns. Mit Arenas, dass wir die nutzen, um unsere Nicht-EU-Spieler zu EU-Spielern zu machen. Ja, das hat leider nicht geklappt. Trotzdem geht Ian erstmal zu Arenas zurück und wird darauf nicht etwas besser. Valles geht dann zum FC Cartagena. Das ist jetzt nicht ganz so gut wie Malaga, aber ich hoffe mal, dass er beim FC Cartagena, die ja eigentlich auch gute oder solide Facilities haben, in La Liga 2 das gut machen wird und da halt viel spielen wird und das wird ihm wahrscheinlich im Endeffekt mehr helfen als alles andere. Vujicevic ist zurück zur Eibar per Leih gegangen, 155.000 kriegen wir da an Leihgebühr. Mal gucken, ob er sich da gut präsentieren kann. Bei Eibar, wo er letztes Jahr schon gespielt hat, da im Endeffekt Platz 7 geholt hat, also auch beide Spieler Vajes und Vujicevic wieder in der Liga 2. Und Medo wurde verkauft für 1,1 Millionen an RCD Mallorca. Und dann haben wir noch einen weiteren Verkauf mit Jean Ruiz, der zum FC St. Gallen ist. Zudem Antonio Oliveira, unser, ich würde mal sagen, vierter Keeper, ist zu Bergantinos FC verliehen worden. Soll da ein bisschen Spielpraxis sammeln. Wir wurden im Übrigen auch die Überraschungsmannschaft der Saison und Ait Nouri wurde der Neuzugang der Saison, während Soriano und Andersen auf P2 und P3 dann waren. Gibt's sonst noch was Neues? Wir wollen heute noch verkaufen und zwar wollen wir gerne noch Löland verkaufen und Arribas. Nee, Quatsch, sorry. Löland verkaufen und Perez und Arribas verleihen. Bei Arribas gibt's momentan Anfragen von Lech Posen und von Itifak Holding Konyaspor. Schauen, ob das was wird. Ich habe schon mal so leicht neue Trikots gemacht. Die sind noch nicht ganz fertig. Die sehen momentan, ich hoffe, ich habe die schon reingemacht, ne? Ihr habt nichts gehört. Ich hatte die eigentlich schon fertig gemacht, aber ich habe sie noch nicht reingemacht. Upsi. Ja, was gibt's Neues sonst? Wir kriegen noch Geld. Und draußen wird's gerade laut. Super. Hört man das? Oh ja, man müsste es hören. Wir kriegen momentan 22,5 Millionen Fernsehgelder für Abzahlung und insgesamt werden das 45,01 Millionen. Die 01 ist wichtig. Schauen wir mal, wie das so wird. Und sonst werde ich wahrscheinlich jetzt gleich schon den ersten Cut machen, damit ich dann die Spiele hier machen kann gegen Osasuna, Oviedo und so weiter.
So viel sollte jetzt nicht mehr passieren. Ich möchte mit euch noch Javi Funes holen. Das wollte ich gerne noch machen jetzt, bevor wir den ersten Cut machen für unsere B-Mannschaft. Vielleicht hat er ja mittlerweile wieder Bock. 575.000 müssen wir da zahlen wegen seiner Ausstiegsklausel. Oh, und der Spielplan. Der Spielplan ist da. Ich hatte schon geguckt. Wir haben leider nicht das Glück, dass wir Mannschaften in der U19 oder Fixtures in der U19 oder in der B-Mannschaft haben. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir ein andorranischer Verein sind. Ich glaube, das wird dann auch nichts mehr werden. Also, wir starten gegen Villarreal und dann Granada, Cadiz. Oh, Sociedad, Barça und Real Madrid direkt hintereinander. Wir spielen Supercopa gegen Real Madrid und Abschluss ist dann Sevilla, Girona und Celta Vigo. Valencia ist auch noch dabei. Das sollte okay sein. Ja, ich glaube schon, dass es okay sein sollte. Schauen wir mal, wie das so wird. Wird, glaube ich, so oder so ein wichtiges Jahr werden für uns, um einen großen Schritt nochmal nach vorne zu machen. Wäre jedenfalls sehr wichtig, wenn wir das hinkriegen könnten. Gerade auch, was das angeht, was die andorranischen Spieler betrifft. Ist ja immer noch nicht ganz sicher, wie das wohl so ausgehen wird in der EM-Quali. Ich mache mir da schon ehrlich gesagt Hoffnung, dass da irgendwie was geht auf Platz 2. Ich glaube, Platz 1 ist zu weit weg. Da mache ich mir jetzt nicht so die größten Hoffnungen. So, Javi Funes würde kommen. 6.000 ist ein bisschen viel, aber ganz ehrlich, irgendwo müssen wir jetzt auch mal das Geld ausgeben, ne? Ich glaube, unser Stadion ist jetzt auch schon fix, ne? Nee, es müsste gleich erst fix sein. Stadion 13. Unser erstes Spiel wird dann gegen Osasuna sein. Brauchen jetzt nicht unbedingt die super krasse Partie jetzt am Anfang, weil da gehe ich lieber auf meinen normalen Plan, von wegen erst 2 bis 3 normale, einfache Gegner, dann 2 oder 1 bis 2 richtig krasse Gegner als Generalprobe und dann zum Abschluss nur noch für die Fitness gegen meine B-Mannschaft. Da möchte ich jetzt nur, weil es ein neues Stadion ist, nicht extra meinen kompletten Plan über den Haufen werfen, um jetzt am 13., keine Ahnung, gegen Liverpool zu spielen oder gegen Bayern oder sowas. Bin nur gespannt, wie es aussehen wird. Aber das werden wir dann erst jetzt erfahren beim Dortmund- oder Bayern-Spiel. Ich werde es gleich schon erfahren, aber ich werde euch nicht spoilern. So, was gibt's jetzt hier Neues? Nichts. Wir warten so ein bisschen darauf, dass Javi Funes kommt und Arribas geht. Perez, ja, leider keine Leihangebote bisher. Zweite Liga wäre mir auch ein bisschen zu wenig. Es gibt Vereine, die sind interessiert an Löland, aber die wollen nicht diese 6 Millionen zahlen, die ich gerne hätte. Das sind Cadiz und Betis. Ja, wir haben Transferangebote. Für Perez aus der mexikanischen Liga. Rotationsspieler. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, das kriegt er schnell hin, dass er der Stammspieler wird. Schicke ich ihn in die mexikanische Liga. Die Frage, spielt Pumas oder so vielleicht auch ein bisschen CONCACAF Champions League? Jupp, sehr schön. Das könnte ja auch was werden, ne? Spielen sie beide im Übrigen. Ich nehme es einfach mal an bei beiden. Die Frage ist, wie lange? Ende der nächsten Saison. Also sprich im. Aber kann zurückbeordert werden. Okay, dann ist ja alles easy. Leih, warte mal, Leih kann nicht. Ach so, kann nicht beendet werden. Okay, never mind. Ich dachte, weil das hier steht. Ach so, Leih kann nicht beendet werden. Man sollte vielleicht auch eine Zeile weiter runtergehen. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn wir ihn dann halt im Sommer zurückholen können. Ich möchte ihn eigentlich nur verleihen für dieses halbe Jahr, für dieses eine Jahr. Ich mach raus hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das drin ist. Vielleicht kommen nochmal neue Angebote rein, please. Weil sonst hätte ich kein Problem mit der mexikanischen Liga. Ich glaube, der kann sich weiterhin gut entwickeln. Ah, keine Ahnung. Ach ja, stimmt. Ich darf mehr Scouts haben, deswegen habe ich jetzt hier schon angefragt bei zwei weiteren Scouts mit Marco Boff und Luciano Canepa. Canepa ist ja eh meistens bei mir in den Saves drinne. Dürfen. Ich habe nicht nachgefragt, das ist einfach so, auch mehr Coaches dürfen wir haben. Leider keine Angebote für zwei Spieler, sprich Arribas und Löland.
Nee, Quatsch, was hatte ich eigentlich? Das war jetzt Perez. Ich bin noch ein bisschen durcheinander heute. Ach, Mann, was machen wir mit Löland? Die 6 Millionen ist ja ehrlich gesagt schon wert. Deswegen würde ich ihn gerne haben. So, wir holen uns einen neuen Physio mit Michael Freitasch. Marco Boff hatten wir gerade schon gesehen, kommt als Scout. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt zeigt uns der Physio, was er so gut findet. Warum? Schiri? Normalerweise kannst du ja sagen, dass du irgendjemanden zünden möchtest. Hä? Ach, ich glaube, ich hatte ihn als U19-Physio gepackt. Und da kann ich das, glaube ich, nicht ändern. Ja, 2 von 4, dann war es B-Mannschaftsphysio. Und da habe ich schon einen. Okay, schade. Hätte gerne zwei gehabt. Gerade jetzt, wo es. Oh, Franco Bänderzerrung im Knie. Muss jetzt auch nicht sein. So, Arribas geht zu Lech Posen. Leihbasis, ein Jahr. Rotationsspiel, aber auch hier hoffe ich, dass er sich da schnell zum Stammspieler mausern wird. Wobei bei Arribas bin ich ganz ehrlich nicht mehr so in der großen Hoffnung, dass aus ihm noch was wird. Weil dafür gehen die Werte nicht schnell genug hoch. Aber was nicht ist, kann ja trotzdem immer noch werden. Ne? Da würde ich jetzt nicht alles an Hoffnung abschreiben, aber den Großteil. Mich wundert das so ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe mit den Trikots schon, obwohl ich die eigentlich schon fertig habe. Scouting läuft auch momentan, wie ihr seht. Da werde ich mich aber offscreen drum kümmern. Da geht es größtenteils so noch um Talente. So, Adibas haben wir gemacht. Jetzt fehlt nur noch Javi Funes. Ach, guck mal, die Bestätigung ist hier aber noch drin. Komisch. Mit euch wollte ich jetzt auch schon nach Verträgen. Also, 28 ist unsere Saison vorbei. Da geht in der ersten Mannschaft viel weg. Wir haben Mikał Tadze. Da würde ich noch abwarten, wie so seine Hinrunde ist. Senior Franco würde ich mal lose fragen, was er so haben möchte, weil gerade als Kapitän würde ich ihn gerne haben und behalten. Er als Joker, vielleicht Rotationsspieler. Sehr gut. Er möchte 16,5 haben. Ich glaube, das wäre sogar in Ordnung. So, versuchen wir mal so auf ungefähr 13 zu gehen. Da wir jetzt nicht mehr allzu viel kaufen, können wir unser restliches Transferbudget von 5,45 Millionen quasi für die Handgelder, ja, zweckentfremden. So, machen wir mal Auflaufprämie wieder runter, ne? Ich mache bei den guten Spielern immer 3 und 1,5 gerne bei Auflauf- und Ersatzspielerprämie. Ausstiegsklausel muss jetzt nicht mehr ganz so hoch sein, ne? Für einen 32-Jährigen mache ich mal 30 Millionen. Damit wir da jetzt nicht so das super Gegenargument haben für Franco. Muss ja wirklich nicht sein. So, wie schaut's aus? Er möchte 17 haben. Ausstiegsklausel ist mir wirklich ein bisschen zu wenig. Also unter 25 würde ich jetzt nicht gehen. Werde ich auch mal locken. So, ich gehe auf 13.000 Euro. Gehe bei der Beratergebühr aufs Maximum und gehe mal bei Tor, Vorlage und so weiter auf 3,5 jeweils. Oh, das Locken hat ihm jetzt überhaupt nicht geschmeckt. Der Ausstiegsklausel. Aber kriegen wir hin. Alles easy, alles easy. Länderspielprämie, jo, Buddy. Na gut. Wie du denkst, ne? Wie du denkst. Dann gehen wir mal auf 16.000. Ich glaube, das sollte er dann annehmen. Ich gebe ihm 500.000 Handgeld. Das nimmt er an. Sehr gut. So, auf zum nächsten. Das wäre Rabelo. Da würde ich noch warten, wie sich Salinas Oliveira entwickeln, weil Tendenz ist eher, dass da einer dann davon nächstes Jahr der zweite Keeper wird. Boto, ganz wichtig, aber der hatet mich momentan. Der ist auf eigenen Wunsch auf der Transferliste. Wir sollen für den Verkauf des Spielers sorgen und ist in Liverpool an Eindhoven interessiert. Das war noch die Geschichte mit den 4,5 Millionen. Sein Transferwert ist 13,5 Millionen, also es ist doof alles. Ich hoffe, dass ich ihn gut hinkriege noch. Ansonsten wird es ein bisschen eng. Das gleiche mit Nunez. Ich hoffe, dass der jetzt Bock auf uns hat. Jupp, da müssen wir auf jeden Fall verlängern. Weil ansonsten sind beide Rechtsverteidiger nächstes Jahr weg. Und das wäre ein bisschen sehr blöd. Er möchte unbedingt Stammspieler sein. Ja, dann lügen wir ihn halt an. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Weil das Risiko, dass er hatet, weil er eben kein Stammspieler ist, ist geringer als das finanziell oder der finanzielle Schaden, den ich dadurch habe.
So. Das ist, ja, 1 und 500 passt. Torvorlagenprämie machen wir auch jeweils mal auf 2000 Euro. So, ich komme gerade nicht an die Null ran, deswegen. So, was sagst du dazu? Passt, sehr schön. Wer wäre der Nächste? Es wäre Vicente ja auf jeden Fall mit ihm verlängern, auf jeden Fall. Der wird viel Geld haben wollen. Aber eigentlich geht's. Also die Verträge werden sehr, sehr steigen. Trotzdem werden wir wahrscheinlich noch mit riesigem Abstand letzter sein in der Übersicht, die wir dann nach der Transferphase bekommen werden. Auch hier gehe ich mit der Ausstiegsklausel sehr hoch. Da ist mir das Risiko einfach zu hoch, dass er vielleicht doch ein absoluter Goat wird und dann weggeht. Weil er wohl schon deutlich mehr Talent haben wird wohl als Trigueros. Ja, komm, mehr als 23.000 sollten es nicht werden. Ja, machen wir 24.000 schweren Herzens. Dann kriegst du noch hier eine schöne 100.000 Euro Team of the Year Prämie und Ausstiegsklausel 0 Euro bei Abstieg. Das nimmt er dann an. Sehr gut. Dann werden erstmal alle Verträge hier durch, die im kommenden Sommer enden, bei denen wir jetzt auch auf jeden Fall verlängern wollten. Vicente, Núñez und Franco. Rabelo warten wir noch ab. Boto machen wir, sobald es geht. Mikotadze warten wir ab. U19. João Lopes. Würde ich abwarten, weil wir haben Ibanez und Perez. Oliveira warten wir auch noch ab, aber wobei könnten wir. Ach, wir haben eine Option. Wir haben eine Option, die ziehe ich dann. Haben wir bei einigen bestimmt noch. Velasco. ZM. Hat mittlerweile sein. Ist, nee, ist konstant. Das sollten wir, glaube ich, machen. Da ziehe ich die Option ebenso. Condé. Boah. Rechts außen. Auch hier würde ich noch abwarten. Ian. Ist schon nächstes Jahr. Okay. B-Mannschaft. Da haben wir sehr viel. Francisco. Erst verlängert. Von daher lassen wir das erstmal. Salinas. Da haben wir eine Option, denke ich. Haben wir nicht. RIP. Würde ich warten. Sicardo, da würde ich mit ihm verlängern, weil er der einzige Linksverteidiger ist, den wir haben, aus Andorra. Verdient momentan 1,5. Bieten wir ihm einfach mal 1000 Euro mehr die Woche an. Sehr viele Klauseln, die er haben möchte. Das, nicht, die er haben möchte, die Oleg ihm reingepackt hat. Was sagst du denn dazu? Okay, wir können mit ihm easy verhandeln zum Glück. So, ohne Gegentor geht auf 1000 Euro. Und ich glaube, das nimmt er dann sogar schon an. Nee, nimmt er nicht. War ich zu voreilig? Ja, auf 4 und dann sollte das jetzt auch wirklich passen. Gut, wen haben wir als nächstes? Nogues. Stammsechser mit Ribeiro in der B-Mannschaft. Ja, würde ich. Haben wir echt auch keine? Nee, hat schon neue Verträge alle, die über 18 sind. Würde ich auch verlängern, weil eben auch er einer der wenigen Spieler ist, die jetzt schon sehr gut sind für die Nationalmannschaft von Andorra. Da macht es keinen Sinn, ihn gehen zu lassen zu irgendeinem anderen Verein. Was sagst du dazu? Macht er, gut. So, Nogues, danach kommt dann Julian Lopez. Oh ja, auf jeden Fall, zu 1 Million%. Der hätte eine Option, aber ich würde gerne einen dickeren Vertrag haben für ihn, damit wir nicht nächstes Jahr schon wieder verlängern müssen. 3-Jahres-Vertrag ist schon fast ein bisschen wenig. Ich gehe gleich mal auf 4.000, obwohl er nicht so viel haben möchte. Aber wir gehen ja hier mit den Klauseln überall weg, also das ist eher so das, was er nach dem Wegfall der Klauseln haben möchte. Das lasse ich mal hier so, aber mache jetzt mal eine Option rein. Die wird ihm nicht schmecken, die wird er jetzt rausnehmen. Jupp, er möchte aber nichts anderes haben, deswegen können wir die jetzt locken. Dann geht er hier ein bisschen hoch, das ist absolut gar kein Problem. Ja, komm, machen wir 4-1 und gut ist. Sehr schön. Lopez, ganz, ganz wichtig. Thiago Vale. Ja, machen wir auch, ne? Stürmer, Nationalmannschaft, auch wenn er nicht so gute Werte hat. Aber hier ziehe ich nur die Option. Dann haben wir André Rato. Haben momentan nicht so viel auf links außen, außer Baez. Deswegen, ich lasse es erstmal noch.
Und Moreira, da würde ich auch noch mal die Option, Quatsch, den Vertrag verlängern, weil auch hier haben wir nicht so viele Alternativen für die Nationalmannschaft. Und deswegen sollten wir das eher nutzen. So, was sagst du dazu? Ja, guck mal, viel müssen wir jetzt nicht machen, ne? So, dann haben wir die Verträge verlängert mit den Spielern, die wir wollten und gleichzeitig auch können. Und hoffen dann irgendwie, dass es klappt, dass wir Boto da hier halten können. Das wird sehr, sehr schwer. Das wird wirklich eine große Herausforderung werden in dieser Spielphase. Löland, kannst du dir please einen neuen Verein suchen? Er will nicht. Kann ich verstehen, aber er wird halt auch nicht spielen, ne? Er ist schon als nicht benötigt eingetragen. Er hat einen Marktwert von 8,2 Millionen. Ich versuche mal, ihn zu verleihen. Mit Kaufpflicht in Höhe von 10 Millionen. Vielleicht fragt er jemand an. Es ist nicht gelockt, also wir werden auch Angebote bekommen können, die schlechter sind. Aber wir kriegen ein Angebot. Ja, 2,2 Millionen. Ja. Okay, Ratenzahlungen sind da noch drin, aber das ist natürlich zu wenig. Wir würden auch nichts an Gehalt bekommen. Gut, es sind nur 4.000 Euro. Wir haben übrigens unseren Umzug, aber das machen wir gleich. Ja, das würde ich hier halt schon gerne hochkriegen, ne? Sobald es im Kauf kommt. Ich würde das schon wirklich auf die 8,5 gerne gehen. Jetzt gehen sie sofort weg mit der Ratenzahlung. Alles klar, Jungs. Okay, wenn wir ein bisschen Geld bekommen plus Leihgebühr, dann würde ich vielleicht auf 7,5 runtergehen. Ah, lehnen sie ab. Es ist so schwierig. Weil wir durch die schlechte Reputation halt auch noch kaum dicke Angebote bekommen. Löland, sein Vertrag läuft noch bis 2029 dann. Und wenn wir auf 7,5 gehen. Mal schauen. So, Umzug ist perfekt. Wir sind jetzt im Gérard Piqué Park beheimatet. Ja, kurz gefasste Einweihungszeremonie erklärte ein Sprecher des Vorstands, dass man sich vom neuen Stadion ein größeres Interesse an der lokalen Gemeinschaft, bla 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 bla. Das Übliche, ne? Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Haben jetzt 17.145 Plätze. Bin super, super gespannt, wie es ausschaut. So, die Optionen wurden gezogen und Javi Funes kommt zu uns, auch Luciano Canepa. Dann sind wir jetzt erstmal durch für jetzt. Sollte ich es schaffen, Perez und soll ich Perez verkaufen können, verleihen können, meine Güte, und Löland verkaufen können, werde ich es nachreichen. Ihr seht ja, das wird relativ schwierig werden, weil wenn, dann sind nur Vereine interessiert, die kein Geld haben. So, das wären jetzt 7 Millionen. Nehmen sie auch nicht an. Die haten mich. Und vielleicht jetzt auf 6,5, unter 6,5 wäre schon ein bisschen traurig. Ja. Soniola leicht verletzt, Aït Nouri leicht verletzt. Kanepa hat seinen Transfer abgeschlossen, genauso wie Javi Funes. Geht natürlich direkt in die B-Mannschaft. Und dann sind wir durch mit Neuzugängen. Mit Abgängen noch nicht, da fehlen uns dann noch Perez und Löland. Aber wir sehen uns jetzt gleich erstmal wieder zum Spiel dann gegen Dortmund und Bayern. Und sollte irgendwas passieren, reiche ich es wie gesagt nach. Mal gucken, ob da was geht. Aber Perez ist ja gerade schon. Hat ja gerade schon Interesse bekommen. Deswegen denke ich, dass da vielleicht was gehen könnte. Bei Löland vielleicht ihn doch verleihen und nur verleihen. Und hoffen, dass man auch mit einem Jahr Vertrags. Ende. Oder Laufzeit heißt es, Dankeschön. Dass man ihn vielleicht dann doch irgendwie noch für ein bisschen mehr Geld als 7 Millionen verkaufen könnte. Wenn er jetzt halt eine starke Saison hat irgendwo. Wäre nochmal eine Idee vielleicht. Also vielleicht verleihe ich ihn. Ohne Kaufoption. Ja, also ohne Option auf jeden Fall, ohne Kaufpflicht. Werden wir dann sehen. Gut. Wie es aussieht, kommt nichts rein. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich zu den Spielen wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Beide Testspiele wollen wir jetzt machen, noch gegen Dortmund und die Bayern.
In der Zwischenzeit habe ich Perez und Löland verliehen. Ja, leider nur verliehen. Wäre schön gewesen. Warum ist der eigentlich immer noch drin, ne? Komisch. Ja, leider nur verliehen. Perez ist zu Trabzonspor gegangen und Löland zu Leganés. Mal gucken, ob es gut geht. Also Löland hätte ich wirklich gerne verkauft, aber geht halt nicht besser, ne? Vielleicht. Ich meine, er ist auch kein La Liga-Spieler. Vielleicht wird's was, ne? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist er bei Leganés richtig gut. Auf einmal ist er dann 15 Millionen wert. Wäre doch richtig schön. Ja, wir spielen also gegen Dortmund. Und ich bin sehr gespannt, wie das so läuft. Wir werden in dieser neuen System, in diesem neuen System spielen, was ich bisher noch nicht in dem Pflichtspiel getestet habe. Wir hatten ja das andere, ja auch 2-4-3-1. Nur ein bisschen anders. Ich weiß aber nicht mehr wie. Schon getestet. Ich hatte das jetzt auch gerade schon gespielt in den anderen Testspielen. Die liefen solide. Also ich hatte das System im Osasuna und Oviedo-Spiel ausgetestet, 3-0 gewonnen hier, 1-1 gespielt dort. Gegen Brügge habe ich im 4-3-3 gespielt, habe da 2-0 gewonnen. Jetzt gegen Dortmund wird das System nochmal ausgetestet, gegen einen richtig starken Gegner. Gegen die Bayern werde ich dann 4-3-3 spielen und dann ist ja das Spiel gegen die B-Mannschaft eh nur noch für die Fitness. So, ich habe eben komplett rotiert, deswegen rotiere ich jetzt auch wieder komplett. Schauen wir mal. Wir müssen nur auf Franco verzichten, der ist noch ein bisschen verletzt leider. Aber das ist okay. Und jetzt geht's los gegen Dortmund. Und das ist unser neues Stadion. Klein, aber fein. Keine Ecken. Kommt der FM ja so oder so nicht gut klar, wenn man Ecken irgendwie im Stadion hat. Das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Je öfter du neue Stadien siehst, die vom FM halt erstellt wurden, desto weniger hast du Ecken halt in deinem Stadion. Was ich sehr komisch finde, aber ja, ist halt so. Das ist hier dann schon die schönste Ecke, die du haben kannst mit dem. Mit dem Flutlichtmasten und der tollen, sehr, sehr schön, Sonjura. Und dem tollen, der tollen Ziegelsteinmauer. Wir gehen gerade mal nach 2 Minuten und 40 Sekunden in Führung gegen Dortmund. Solankis verlängerter Kopfball trifft Sonjura und der trifft erst den Innenpfosten. Und dann das Türchen. Nee, das ist jetzt eher nicht so das richtige Abseitsding, aber gut. Sehr schön. Geht gleich weiter mit einer schönen Freistoßposition für Sonjora. Boah, schade. Ich weiß nicht, wollen wir unsere Sitze blau lassen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hatte ja am Anfang dieser Folge gesagt, ich habe neue Trikots gemacht und ich habe mir die gerade zwischenzeitlich nochmal angeschaut. Ich weiß jetzt, warum ich die noch nicht reingemacht habe, weil ich war mir bei dem Heimtrikot noch nicht so sicher. Ich bin mir eigentlich nur sicher beim Auswärts und beim. Oh, Kabitsch, die Latte. Und beim dritten Trikot sicher, dass die gelb und rot werden. Quasi, dass dieses Heimtrikot, was wir jetzt gerade haben, was wir jetzt gerade spielen. Ah, boah, Soriano, was für eine Parade. Dass das dann halt unser neues Auswärtstrikot wird. Alter, was für eine Parade. Aber vielleicht switche ich das noch um. Ich habe noch gar keine 3D-Sachen gemacht, also. Deswegen hatte ich die noch nicht reingemacht. Das werde ich jetzt gleich offscreen machen. Weil dann kann man das auch mal schön testen und angucken im Spiel gegen die B-Mannschaft, weil eben beide Trikots verwendet werden. Und dann ist das okay. Und ich mache dann einfach. Ja, und ich mache, glaube ich, hier dieses dunklere Blau als Stadionsitzfarbe. Jill Herme. 2-0 Führung gegen die Dortmunder. Jetzt auch nicht irgendwie mit der C- oder B-Elf spielen, ne? Da ist Moukoko dabei. Sehr, sehr schön. Mir ist generell aufgefallen, dass die Formation offensiv sehr schön ist bisher, weil wir super viele Optionen haben. Dafür ist die halt konteranfällig. Das wird gerade gegen die schlechten Teams wohl ein Faktor werden. Ist halt die Frage, wie sehr, ne? Wenn wir nämlich den Ballbesitz hochhalten können, wird es halt eben auch gar nicht so viele Kontersituationen geben können. Boah, gute Parade von Uruchan im Tor der Dortmunder. Und wir sind hier wirklich die bessere Mannschaft, finde ich. Das zeigt die Statistik. Ja, schon. Ich würde sagen, ja doch, macht es eigentlich, dass die Statistik ist. 9 zu 4 und 5 zu 1 Schüsse. Ja, das war jetzt ein leichter Ballverlust von Aiden Nuri gegen Leon Bailey. Ja, und doch da war man jetzt ein bisschen zu weit weg.
Also defensiv muss man da noch ein bisschen aufpassen. Gerade die Außenverteidiger, die dann halt schnell mal sehr weit nach vorne rücken. So wie jetzt hier gerade kurz das der Fall war. Das ist ja alles noch in Ordnung. Ne? Im Ballbesitz soll das ja auch passieren. Die Frage ist halt wirklich die Konterabsicherung, ob die dann gegeben ist. 3-0. Eieiei, Dortmund. Wir dürften jetzt auch nicht allzu weit hinter uns sein in der Vorbereitung. Bundesliga dürfte ähnlich früh oder ähnlich spät starten wie La Liga. Maximal eine Woche oder so hätte ich gesagt. Aber Dortmund präsentiert sich hier echt ganz schön schlecht. Ja, da waren Osasuna und Oviedo sowie auch Club Brügge deutlich schwieriger bisher. Auch hier wieder Konter kommt durch und der Kopfball von Antiste ist nicht gut. Die Frage ist jetzt halt, löse ich das, indem ich bei den Außenverteidigern auf normale Wingbacks gehe? Löse ich das, indem ich sage, der Sechser geht noch defensiver? Oh, Kabic. Fakt ist für mich, ich möchte gerne, dass die Außenverteidiger rein von der Grundformation, von der Grundauslegung auf diesen Flügelverteidiger-Positionen jetzt bleiben. Also sprich, diese eine Position nach vorne gerückt. Alleine damit man halt die Breite im Achter- und Sechser-Bereich des Mittelfelds hat, weil wir haben ja die drei Spieler, ne, auf der 10, 8 und 6 direkt hintereinander. Damit das nicht allzu eklig wird und die nur zentral bleiben oder auch nur durch die Zentrale das Spiel aufgebaut wird bei uns, möchte ich diese Außenverteidiger halt ein Stückchen weiter vorne haben. So, Dortmund jetzt mal mit Brückner in die Mitte und starker Ball von Brückner auf Moukoko, der das 1 zu 3 macht. Haben ja auch dreifach gewechselt, die Dortmunder. Also mal gucken, ob da jetzt vielleicht etwas mehr Dampf nach vorne geht, während Jules Hermer aber gerade Dampf nach vorne macht bei uns. Ein Nuri Kabic und wieder starke Parade. Also beide Keeper nehmen sich hier eigentlich nicht viel. Das war jetzt eigentlich erstmal sehr wichtig von Juan Fernandes, aber der Ball fliegt uns sofort wieder um die Ohren. Ich möchte halt auch wirklich nicht zwei Sechser nehmen, ne? Weil das wäre mir schwer zu defensiv. Schöner Ball von Juan Fernandes, aber Coelho kriegt die nicht unter Kontrolle. Wird ja auch gerade ausgewechselt. Also Marinov steht schon an der Seitenlinie bereit. Da ist wieder Brückner, der eben die Vorlage gegeben hat. Flanke kommt wieder, solide. Der war jetzt nicht so gut rausgeklärt, wird aber irgendwie. Kommt irgendwie auf Solanke dank dem Dortmunder. Hugo Boto. Oh, das ist ein Elfmeter, ja. Übrigens, alle Spieler, mit denen wir. Ah, es geht rot, ne? Jo. Alle Spieler, mit denen wir den Vertrag verlängert haben, haben logischerweise auch ihre Verträge unterschrieben. Endgültig. Und es wurde auch angekündigt. Aber da gab es keine bösen Überraschungen. Schiri? Hä? War das nicht im 16er? Das war doch jetzt im 16er, oder? Schiri? Anscheinend haben wir einfach neue Regeln im Fußball. Also, ja. Alles klar. Sehr interessant. Ich kann es mir nicht erklären, aber sehr interessant. So, Soriano gibt mal den Staubsauger. War ein bisschen knapp, Boto hätte fast den Ball verloren. Mikaut hat es mittlerweile drin, habt ihr gerade gesehen. Ein Nuri und Marinov. 4 zu 1. Dortmund natürlich jetzt in Unterzahl, von daher jetzt nicht mehr ganz so ohoho. Aber ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Ne? Ist auch hochverdient weiterhin. 18 zu 9 Schüsse, 12 zu 3 aufs Tor. Es ist immer noch Dortmund als Gegner, ne? Es ist keine dahergelaufene Dorfmannschaft. Also ich bin sehr zufrieden. Letzte Szene für uns. Boto und Juan Fernandes über das Tor. Fraglich, wie das jetzt gleich gegen die Bayern läuft, die wohl nochmal eine ganze Ecke stärker sein dürften als Dortmund. Bisschen wenig Kopfbälle gewonnen von Juan Fernandes und Andersen, ist mir jetzt so aufgefallen. Schöner Ball nochmal. Mikau Tadze. Boah, fast das 5-1.
Wie sieht es eigentlich beim XG-Wert aus? Das ist 2,02 zu 1,46. Da ist es nicht so weit voneinander entfernt. Sehr schön, Boys. Hat mir sehr gut gefallen. Bin sehr positiv überrascht. Kann gerne so weitergehen. So, letzte Generalprobe jetzt gleich gegen die Bayern. Ich scoute übrigens zwischenzeitlich noch die Spieler auf meiner Jugendshortlist. Eventuell machen wir da noch was, falls es da irgendwie einen schönen Schnapper gibt. Kommt dann auch so ein bisschen drauf an, wie stark dieser Spieler ist, weil den werden wir dann wohl zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verleihen wollen, da ja eigentlich fast alle Positionen in unserer B- und U19-Mannschaft ja, fertig sind. Sind die eigentlich auch fast alle. Was soll ich sagen? Sind fast alle Positionen doppelt besetzt, wollte ich sagen. Dankeschön. Unser Spiel läuft im Fernsehen, 70.000 kriegen wir dafür, aber ich glaube, mittlerweile sind diese in Anführungszeichen kleinen Summen auch nicht mehr so relevant für uns. Klar, wir sind immer noch nicht so supi flüssig mit dem Geld. Ja, super. Hüftverletzung. 3 Monate bei Barba, unserem Neuzugang. Autschi. Muss nicht sein. Aber was ich gerade sagen wollte, durch das Geld, gerade jetzt Champions League, das wird jetzt gerade diese Saison extrem nach oben schießen, das Geld. Also da ist jetzt gerade eigentlich die Schwelle übertreten worden, von wegen, wir sind ein Verein, der ab und zu noch ein bisschen struggelt mit Finanzen und wir sind jetzt ein Verein, der echt gutes Geld hat. Warum sind hier auf einmal die. Haben wir einen Scout verloren? Warum sind die Berichte auf einmal gelöscht worden? Hatte ich gerade noch welche reinge. Ach so, ja, okay. Never mind, ich habe hier das Häkchen drin für zweifelhaftes Interesse. Und da kommen ab und zu immer wieder welche rein. Insgesamt habe ich hier nämlich 420 Spieler oder so, aber ich. Macht ja keinen Sinn, die zu scouten, wenn die noch nicht zu uns wollen. Deswegen. Muss ich aber trotzdem scouten, ne? Werden auch gescoutet, okay. Ja, 172 Spieler noch. Ich hoffe, die Scouts pushen sich. Vielleicht geht dann wirklich noch was innerhalb dieses Transferfensters. Heute auf jeden Fall nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Wir werden jetzt eigentlich nur noch das Spiel gegen die Bayern machen. Ja, dann muss ich mich jetzt offscreen gleich an die Trikots setzen. Neues YouTube-Thumbnail muss auch noch sein. Verträge habe ich verlängert, weil das hatte ich mir noch aufgeschrieben, aber das haben wir gemacht. Ehe wir mit Boto verlängern können, wird es mindestens dauern bis zur Winterpause. Und selbst dann wird es extrem schwierig werden. Ich hoffe ja inständig, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weil das wird ein hartes Ding werden sonst. Das wird richtig wehtun. Meine größte Hoffnung ist wirklich nach der Transferphase, falls jetzt keine Angebote mehr kommen sollten für ihn. Dass er dann sagt, irgendwie wollte mich ja gar keiner, dann bin ich happy to stay. Und dann müssen wir halt sofort reinhauen, alles, was wir haben an Geld. So, Champions League spielt ja auch schon ihre Quali-Runden. Da können wir uns ja zum Glück zurücklehnen, weil wir schon. Leute, muss das jetzt sein? Weil wir da schon qualifiziert sind. Muskelfaserriss bei Sagnolo 6 bis 8 Tage und Knöchelverdrehung 4 bis 8 Wochen bei Juan Fernandes. Werde ich natürlich zum Physio geben, weil ist jetzt unnötig, dann Spieler fit zu spritzen. Meine Güte, wie unnötig jetzt halt so viele Verletzungen auf einmal zu haben. Reicht jetzt aber auch bitte, ne? Waren jetzt halt nochmal 3 harte Einheiten, ne? Dann müssten die Spieler eigentlich mittlerweile nach so und so vielen Jahren kennen bei mir. So, Bayern hatten wir gesagt, spielen wir 4-3-3. Sonjoda geht auch raus. Franco wird auch noch nicht kennen. Peray weiß ich noch nicht. Dann kommt Kongna rein. Casas. Und beim Rest gucken wir dann gleich mal. Ah, wie ärgerlich, ey. 4 bis 8 Wochen ist aber auch echt sehr hart, ne, für eine Knöchelverdrehung halt. Aber Twisted Ankle und Twisted Knee sind eigentlich immer die krassesten Verletzungen, die es in der Range gibt. Ja, habe auch schon verdrehte Knöchel gesehen, das geht halt 1 bis 2 Tage oder so. Und jetzt halt 4 bis 8 Wochen, wenn nicht sogar bis zu über 2 Monaten. Nicht mal 8 Wochen, ne, das sind ja 2 Monate, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, manchmal ist es komisch. Aber gut, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist. Gerade im
Profisport ist es ja immer noch was komplett anderes, ne, als wenn du jetzt so eine Alltagsverletzung hast. Da will ich mir das jetzt nicht anmuten zu sagen, so und so wäre das realistisch. Das soll dann meine Ärztemannschaft hier im Verein sollen das schon beurteilen. Ich bezahle die ja nicht umsonst so gut. Also, oder so, ansatzweise gut. So, Scouts pennen mal wieder ein bisschen rum, also das wird noch ein bisschen dauern. Dann konzentrieren wir uns jetzt wirklich noch auf die Bayern. Ich kann wirklich noch nicht so abschätzen, was für einen Sprung wir wohl diesen Sommer gemacht haben. Letztes Jahr habe ich es ein bisschen falsch eingeschätzt, da war ich zu pessimistisch. Hat ja auch echt früh gesagt in der Saison, dass ich mich ärgere, dass ich den einen Innenverteidiger aus der Türkei, wie hieß er nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß auch den Verein nicht mehr. Ich glaube, Konyaspor war es. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich wurde Fußballtrainer des Jahres. Upp, upp. Oh, 34 Jahre, 34 Spiele. Was soll ich jetzt gerade sagen? Ja, dass ich habe mich sogar, dass ich einen eigenen türkischen Innenverteidiger nicht geholt habe, während ich dann schon Andersen komplett gehatet habe, aber der hat sich ja mittlerweile eigentlich auch gemausert. So, oh, Pablo? Ach so, ist U19 immer noch. Muss nicht registriert werden. Aber da müssten wir dann auch demnächst mal einen neuen Vertrag rausklatschen, damit er dann. Ach komm, Option. Ja, gut, würde ich noch nicht mal die Option ziehen, oder? Wobei geht hier noch ein bisschen. Solange die U19 ist, das auch easy. Casas muss registriert werden, Iglesias muss registriert werden und Vicente. Und wir haben jetzt 400.000 von 175.000 Wage oder Wage Cap, ja, Budget Cap. Oh, nicht registriert ist Nunez. Ist das so gewollt? Markus, ist das so gewollt? Nee, ist es nicht. Ja, 400.000. Ich dachte eigentlich, dass es deutlich höher geht, weil es ist ja an die Einnahmen gekoppelt. Aber unsere Einnahmen sind halt noch nicht so wirklich groß gestiegen. Das wird jetzt durch die Champions League passieren. Wir hatten 22,3 Gewinnverlust halt, ne? Also Gewinn im Jahr 2027, 28. Und prognostiziert wird jetzt 16 Millionen, das ist aber auch mal Unsinn, gerade durch die Champions League. Was ist denn das Gelbe? Das sind Kartenverkäufe? Okay. Das wird ja auch extrem steigen dann durch die Champions League. Echt, warum sind die Karten? Nee, das kann nicht Kartenverkäufe sein. Das Sonstiges. Was sind das so? Hä? Haben wir da irgendwie Geld reingeschweißt bekommen vom Vorstand oder so? 40,5 Millionen? Was war denn das? Mai 25, 2 Jahre her. Wahrscheinlich wirklich das Geld irgendwie fürs neue Stadion oder so, ne? Irgendwie sowas wird das gewesen sein. Und ansonsten, ja, ist halt so. Oh, wie es hier schon nach oben schießt, ne? Ja, das wird schon passen. Nach der Saison. Aber wenn jetzt nach der Saison immer noch ein Budget Cap von 575.000 steht, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Und dann wird es auch, glaube ich, langsam knapp. Weil gerade durch das Champions League Geld werde ich wohl im nächsten Sommer schon ein bisschen noch kaufen möchten, weil dann kann ich auch endlich mal richtig Geld ausgeben. Sollte man meinen, ne? Momentan stehen uns nur 5,24 Millionen nächstes Jahr zur Verfügung. Aber da ist das Ganze noch nicht drin mit Champions League Geld und so weiter. Das kriegen wir ja erst, wenn die Gruppenphase quasi beginnt. Also nicht, wenn das erste Spiel ist, sondern halt, wenn es gelost wird, wenn feststeht, wer für die Gruppenphase zugelassen ist und so weiter. Franco ist wieder im Teamtraining drin. Wir haben bisher nur 1.580 Dauerkarten verkauft. Gut, das ist mehr als ins Stadion letztes Jahr noch eingepasst haben, glaube ich. Aber mal gucken. So, Rücknummern. Was machen wir denn da? Soriano kriegt natürlich jetzt die 1, nachdem er vorher nicht die 1 hatte. Rabelo bleibt bei der 12. Casas kriegt die 4 als Innenverteidiger. Boto 30 passt. Nun, jetzt würde ich eigentlich eher eine andere Nummer geben. 25 klingt doch eigentlich auch ganz gut, ne? Aber 22 für einen Außenverteidiger.
Passt. Juan Fernandes möchte ich einen neuen haben. Pablo passt, passt, passt. Iglesias als Sechser kriegt die 14. Möchte die 18 haben, aber die hat momentan Sonjoda. Kongna 8 ist auch gut. Passt. Peray, ja, haben wir auch nicht so wirklich was Neues für ihn. Passt. Cabbage 21 ist auch nicht so die geilste Nummer. Aber sowas anderes ist für ihn auch gar nicht mehr drinne. Ich gebe Solanke mal die 16. Ich habe das eigentlich immer gerne, wenn mein Stürmer-Duo die 9 und die 16 hat. So, dann passt das. Wünsche konnten wir dann trotzdem nicht erfüllen, aber so ist es halt. Sollen sie nicht rumheulen. So, wenn wir jetzt Juan Fernandes haben, ne, der ein bisschen verletzt ist, reicht es, wenn wir jetzt erstmal die drei Innenverteidiger haben mit Casas, Andersen und Pablo? Ja, ne? Können ja immer noch schnell einen hochziehen. Die Wettquoten für den Torschützenkönig. Lewandowski ganz oben, Iñaki Williams, Vinicius Junior, Beto, Moreno, Solomon. Keiner von uns dabei, aber wir spielen jetzt gegen die Bayern. Dürften auch alle fit genug sein. Hatten ja eine Woche Pause. Perayo könnte, Sonjoda könnte auch. Dann nehme ich die mit doch mal wieder mit. Juan Fernandes kann ich. So, Jungs, dann auf geht's. Generalprobe gegen die Bayern, unser letztes Testspiel, welches wir für diese Vorbereitung sehen werden. Das Spiel gegen die B-Mannschaft mache ich dann offscreen. Wird ja nichts Interessantes passieren, außer dass die Jungs mehr Fitness bekommen. Bayern mit Goretzka, Florian Neuhaus, Serge Gnabry als Stürmer. Noah Katterbach ist dabei, Sergino Dest, Saliba, Upamecano sind hinten. Angelo Stiller, Davies auf der Bank, Wimmer, okay. Warum kann ich nicht... Hallo, Spiel, lass mich komplett nach unten scrollen. Ey. Kasper Dolberg, Timo Werner, alles klar, in Kunku. Wir spielen die Bayern gerade in den ersten Minuten an die Wand, alles klar. Nicht an die Wand, aber wir dominieren die halt. 40 Minuten sind noch. Die erste Szene, Boto. Na, wenig Ideen nach vorne gehabt. Iglesias schon wieder eine... Gnabry mit dem einfachen Ballgewinn. Und dann macht Casas seinen Fehler wieder wett. Iglesias, wollte ich sagen, schon wieder mit einer sehr frühen gelben Karte. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht zu blöd ist. Davies und Dolberg kommen rein, genauso wie Timo Werner. Jankov mit dem Eckball. Was war denn das jetzt? Also... Was war denn das jetzt? Ich bin noch nicht so wirklich dahinter gekommen, was das jetzt war. Gut, gucken wir uns das mal an. Also Eckball kommt rein. Upamecano, Saliba. Nochmal zurück und nochmal zurück und nochmal zurück. Alles klar. Das war irgendwie ein bisschen sehr ulkig. Franco würde ich aber ungern jetzt schon reinholen. Nächster Eckball, wieder Jankov. Dieses Mal auf die Latte. Oh, sie haben Cabbage verletzt. Oh oh. Fuck. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Knieverletzung bei Cabbage. Unser Topverdiener, für den wir so viel Geld ausgegeben haben. Nicht wegen seiner Ablöse, sondern wirklich nur wegen seinem Gehalt. Oh oh. Kunku, Quatsch, Saliba macht das 1-0 für die Bayern. Mit dem Eckball. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt alles nebensächlich. Bayern natürlich zweiter Schuss. Ja, wir machen zu wenig aus unseren Schüssen. Das ist heute unser Problem. Ich habe übrigens Jim Hammer falsch aufgestellt, sehe ich gerade. Eieiei, oh, hoffentlich nicht, ey. Goretzka mit dem 2-0. Ja, dafür sind die Bayern einfach zu abgewichst. Ein Zaubertor war es jetzt noch nicht, aber egal. Gut, also die erste Halbzeit war richtig gut von uns, haben aber das Tor nicht gemacht und deswegen werden wir jetzt dafür in der zweiten Halbzeit bestraft. Cabbage, ey, bitte, bitte, bitte nichts Schlimmes. Aber ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl.
Weil es halt auch richtig krass schön Pech wäre. Unser Topverdiener, ne? Wenig Geld für einen Ersatz. Ewig gezögert, ob wir ihn holen sollten oder andere. Das wäre halt echt extrem bitter. Bitte, bitte, es ist nur irgendwie ein verdrehtes Knie oder Knieprellung, sowas halt. Also nicht mal richtig verdrehtes Knie, ne? Also bloß nichts falsch verstehen zu lernen mit dem Anschlusstreffer. Sechs Minuten um drauf zeigt mir auch, dass es etwas länger gedauert hat bei Kabic. Oh Gott, ey, bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte kein Kreuzi. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Boah. Es ist zum Glück kein Kreuzi, aber es ist ein Bänderriss im Knie. 4 Monate. Rudi, er ist halt mit riesigem Abstand unser Topverdiener und dann das. Das tut so weh. Oh, die komplette Hinrunde ohne ihn. Das tut so weh. Ja, Ibanez, auf geht's. Deine Chance zu glänzen. Im letzten richtigen Testspiel, ne? Oh Mann, ey. Und vor allem für was für wichtige Spiele der jetzt auch fehlt, ne? In jedem einzelnen Champions League Spiel. Und wir werden halt im letzten Seed sein, wahrscheinlich. Und dann wird es halt nochmal mehr wehtun, weil dann ist jedes Spiel ein absolutes Kracherspiel. Ach du Scheiße, ey. Ach, Garbage. Seine erste richtig schwere Verletzung, ne? Ach so, gut. Ich dachte, der wäre verletzungsanfällig, aber ist er nicht. Ah, Gott, ey. Vielleicht hat er gutes Heilfleisch und ist schon nach 3 Monaten da, aber ich glaube, der wird uns erstmal fehlen jetzt bis zum Januar. Fuck. Wer war denn das, den wir hatten? Walemark oder so hieß er, ne? Sagten der Berater. Derzeit nicht an einem Wechsel interessiert. Würden die den vielleicht verleihen? Vielleicht ist es ja egal. Nee. Weil es könnte Sinn machen, sich einen Spieler zu leihen, halt für die 3 Monate. 4 Monate. Meine Güte, ey. Wie fucking unnötig. Wie fucking unnötig. Ja, ich doch ein Spiel auf der. Ach so. Ja, ich glaube, hier werde ich mal kurz ein bisschen rumscouten. Vielleicht holen wir uns noch einen Spieler per Laie. Weil es ist halt immer wirklich einer der besten Spieler bei uns. Würde Liverpool den gleich verleihen? Würde sogar klar gehen, eine Kaufoption 78 Millionen, ja. Ja gut, ich glaube, ich werde mal kurz ein bisschen scouten, ob man sich vielleicht noch ein Rechtsaußen leiht, weil es ist halt wirklich das komplette, die komplette Hinrunde, ne, wo er ausfallen wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er dann auch erstmal wieder Reha-Phase haben wird und so weiter und erstmal wieder langsam rangeführt werden muss. Ist ja nicht so, dass der in 3 Monaten und dann kann er sofort wieder spielen. Ja, wir müssen uns so ein Spieler leihen. Fuck. Auch wenn Ibanez natürlich wahrscheinlich bereit wäre für La Liga Fußball. Ich möchte halt auch trotzdem wieder in die Champions League, ne? Scheiße. Ey, so viel Geld, ne? Das tut richtig weh. Das tut richtig, 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 richtig weh. Leider mit einer super schlechten Nachricht, die Folge, die wir jetzt hier beenden müssen. Ach, Mann. Na gut. Ist halt so. Passiert. Passiert anderen Vereinen auch. Aber ja. Trotzdem natürlich sehr eklig, dass es gerade unser Topverdiener ist. Aber gut.
Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendein Spieler leihen kann zwischenzeitlich und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Nächste Folge haben wir den Start gegen Villarreal, Granada, Cadiz. Dann werden wir höchstwahrscheinlich auch schon die Auslosung für die Champions League Gruppenphase haben. Hoffen, dass wir da eine etwas machbare Gruppe bekommen. Bis dahin. Tschüss.